Hallo Leute, willkommen zurück zu Paladins. Wir spielen eine kleine Cassie-Runde und wir nehmen direkt mal gegen die Sky oder gegen die direkten Damager. Flankt er gut oder flankt er nicht so gut? Wir gehen gegen die Sky. So, Meta-Deck. Also nicht so viele Pfeile im Köcher, dafür aber ein wenig mehr mit dem hier und mit dem hier und alles ein bisschen stärker. Links flankieren, okay. Ich folge dir, Unbroxus. Und hab dich. So, einmal da hoch. Klatsch. Klatsch. Und drauf auf den Spot. Erwischt. Und schön den Spot nehmen. Und da oben ist jemand. Das ist der Viktor. Erledigt. Okay, das ist der Grog gewesen. Und einfach mal hinterher. So, schauen wir mal. Haben die einen vernünftigen Heiler? Dann gehe ich wahrscheinlich noch gleich auf Ausbrenner. Und hopp. Ups, Makoa. Habe ich nicht gesehen, dass du. Ups. Na, ja, tot. Das war klar. Haben wir. Wir haben keinen Heiler, ne? Ne, wir haben keinen Heiler. Das heißt, ich nehme Lebensentzug. Lebensentzug ist gar nicht mal so verkehrt. Spiele ich auch noch auf der Dodge-Rolle. Also nach der Dodge-Rolle. Scheiße. Ja, ich musste aber vom Pferd. Die hat mich sowieso vom Pferd geholt. Dementsprechend besser, ich nehme die Sky so raus, als dass ich, als dass ich das irgendwie anders mache. Und so hätte auch jeder andere halt da durchgekonnt. Heiler haben die nicht vernünftig, das heißt. VVGN. Okay. Ja, das ist ein Pushing the Mart. Ja, die Sky nehme ich. Das ist kein Problem. Ups! Schuss! Das war schlecht. Ich bin gerade aus Versehen auf E gekommen. Ich benutze meine Tasten ja eigentlich gar nicht. Eigentlich könnte ich das E da auch weglegen. Kacke. Da war ich gerade ein wenig unvorsichtig. Keine Ahnung. Was macht der da? Naja, wurscht. So. Ja, man kann es auch in der Mid-Air, kann man auch die Rolle benutzen, was ich super finde. Habe ich ihn getroffen? Ich hoffe es einfach mal. Und was machen die denn da? Wurscht. Ignorieren. Ja, ich hab's befürchtet. Ich versteh's nicht. Was machen die denn da? Die rennen mit zwei Leuten, rennen die hinten durch.
Ich meine, ich kenn das System des Spawn-Killens. Das ist mir durchaus bewusst. Dafür spiele ich Flankierer einfach zu gerne. Die können das wirklich machen, aber was macht denn der Grog da hinten? Shit! Alter, die habe ich jetzt gerade nicht getroffen. Mann, bin ich schlecht. Meine Aims zackt gerade richtig hart. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich gegen Schilde was machen soll oder ob ich gegen die auf den Lebensriss 2 warten soll. Bin ich mir noch unsicher. Nee, gegen die andere Cassie kann ich mich jetzt gerade leider nicht wehren. Dann muss ich leider auf die anderen warten. So, einmal da und dann einmal. Und. Ups, da ist die Sky. Ja, Sky gegen mich ist halt ultra. Da muss ich mich halt wirklich auf die Sky fokussen. Regroup S5. Ja, okay. Wer hat das denn geschrieben? Warten, warten, warten. Und komm, weiter. So. Wir schießen einfach mal quer da hinten durch. Und ich nehme an, ja, da ist die Sky. Ich konnte nicht rollen. Ärgerlich. Mir war klar, dass die Cassie hinter mir ist, aber wenn ich mich zur Cassie umgedreht hätte, hätte ich die Sky im Rücken gehabt. Und beides sind Gegner, die ich nicht im Rücken haben möchte. Shit! Okay. Schwierig. Versuchen wir's. I have legs, guys. Me too. Okay, ich nicht. F9. Ach so, naja. Also ich habe gerade, seht ihr selber, 150 FPS. Aufnehmen tue ich davon halt nur 60, weil es keinen Sinn macht mehr aufzunehmen. Es ist nachher für den Schnitt ist das ganz wichtig, dass da 60 sind. Aber wirklich mehr als 30 nehmt ihr sowieso nicht wahr. Also war klar. Blöde Sky, ey. Ich wäre jetzt sowieso rausgesprungen nach dem Ding. Nee, mehr als 30 FPS braucht man auch nicht hochladen. Also 29,97 sind wirklich das Normalste. Also mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht keine 60 FPS. Nee, hochladen, das bringt sowieso nichts. Da sieht man keinen Unterschied. Die Sky wird wahrscheinlich. Oh, die gegnerische Cassie. Interessant, was hat sie denn gemacht? Wahrscheinlich gegen mich, da wo ich gegen sie gerollt bin? Nee. Da ist sie aber voll reingerollt. Und hat sie mich da abgesnackt oder wen? Nee, BK. Boah. Hat sie aber aufgeräumt. Schöne Runde. Schöne, knackig, zügige Runde. Hat auch den meisten Schaden gedealt. Respekt dafür. War der einzige Heiler, deswegen war klar, dass er da natürlich. Boah, da habe ich wenig Schaden gedrückt, muss ich echt sagen. Also ein Droxus und Viktor, ja gut, Viktor klar, aber ein Droxus, der war ziemlich gut, der Androxus.
Naja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.